Ja, wir haben es noch gar nicht offiziell gesagt, gell? Nein, wir haben Neuigkeiten für euch. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem besonderen Vlog. Die Sonne scheint. Nee, das ist nicht das Besondere. Das Besondere, ja, erzählen wir nachher. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Bretter Werkstatt. Ich habe heute Morgen schon ein Video geschnitten, auch ein besonderes Video. Und ja, freue mich, dass es so schönes Wetter ist. Es ist unfassbar. Der Winter war irgendwie sehr trüb, muss ich sagen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall, dass es so herrlich ist. So, dann wollen wir doch mal schauen und zu Walle gehen in die Werkstatt. Niemand da. Oh, Leute, ich sag's euch, es ist echt langsam zum Mäusemelken. Ich bin schon wieder krank. Was ist das? Oh. Also ich habe in Thailand schon gemerkt, dass ich Halskratzen kriege. Also, um mal so anzufangen, ich war ja nach Weihnachten und über Silvester und so, so krank und hatte keine Stimme und so. Und hatte so innerlich den Druck, ich muss jetzt wieder gesund werden, weil es geht für mich ja nach Thailand. Und dann ging es mir auch besser. Auf dem Flug nach Thailand habe ich so Halskratzen gekriegt, habe direkt eben was gegen Halsschmerzen gelutscht und so und dann ging das auch wieder. Und so über den Urlaub verteilt habe ich immer mal wieder was gemerkt. Also ich habe immer mal wieder eine Halsweh-Tablette gelutscht, ich habe immer mal wieder mir so ein Erkältungsspray auf Zuckerbasis in den Rachen gesprüht und ich habe zwischendrin auch mal ein Ortomol genommen, was so ein Vitamin-Shot ist im Prinzip. Und ich hatte halt immer so das Gefühl, da schlummert noch was. Und dann sind wir wieder nach Hause gekommen. Und dann hatte ich einen Tag lang so Magen-Darm irgendwie, aber nur einen Tag. Und das Immunsystem sitzt ja im Darm, deswegen glaube ich, dass das jetzt damit zusammenhängt, dass mein Immunsystem dann einfach wieder geschwächt war. Und jetzt bin ich schon wieder krank. Wow, ich liebe es. Also irgendwas läuft da nicht rund. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss jetzt einfach wirklich dringend mal beim Arzt ein großes Blutbild machen lassen, mich einfach mal komplett durchchecken lassen, was da los ist. Mir hat auch eine geschrieben, sie hatte das auch, dass sie immer wieder gekränkelt hat und das eigentlich gar nicht typisch ist für sie, weil für mich ist das auch nicht typisch. Ich war früher nie krank oder zumindest nicht so, mal ein Schnupfen, aber nicht, dass der dazu geführt hätte, dass ich im Bett liegen muss. Und zum Beispiel jetzt gerade ist mein Ohr zu und ich habe mega Kopfschmerzen. Und ich habe jetzt Nasenspray benutzt, aber ansonsten habe ich auf diesen Nasenloch überhaupt keine Luft bekommen. Und ich bin so ein bisschen anfällig für so Ohrengeschichten. Ich hatte früher mega oft eine Mittelohrentzündung. Deswegen muss ich schon immer ein bisschen aufpassen, dass meine Ohren offen bleiben. Und ich hasse Nasenspray. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Nasenspray. Aber, ne, musste ich jetzt einfach benutzen. Und irgendwie, ja genau, und sie hat, was ich eigentlich sagen wollte, sie hat mir geschrieben, dass es bei ihr dann auch so war, dass sie immer wieder krank geworden ist und dann eben rauskam, dass sie pfeifersches Drüsenfieber hatte und das nie auskuriert hat. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht schlummert da bei mir auch irgendwas, was ich einfach mal komplett auskurieren muss. Keine Ahnung. Oh, ich hasse es. Ich finde es richtig nervig. Vor allem, ich hatte so den Plan, ich mache jetzt voll viel und kann jetzt Videos drehen und so den nächsten Wochenplan. Ich war so richtig motiviert nach dem Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin immer so motiviert und habe dann so richtig Bock, jetzt auch wieder zu starten und wieder loszulegen. Ich wollte wieder mehr Sport machen endlich und wollte Videos drehen und war irgendwie so, hatte so das kreative Urlaubsinput und jetzt ist so, wuff, jetzt machst du erstmal gar nichts. Früher war das so, dass ich, wenn dann im Urlaub krank geworden bin. Wenn ich krank geworden bin, dann im Urlaub. Und jetzt werde ich irgendwie immer nach den freien Zeiten krank. Egal, es bringt nichts. Ich muss mich jetzt aber kurz aufregen. Ihr musstet euch das kurz anhören. Ja, und jetzt sitze ich hier mit meinem Ingwertee und meinen Zinktabletten und ja, meinem Buch und werde jetzt halt einfach den Tag chillen. Es ist 7:30. Ich bin gerade nach Hause gekommen und war noch einkaufen und jetzt wird gekocht. Ich mache ein... Oh, scheiße. Ich habe was vergessen, Schatz. Das Joghurt. Ja. Schade. Egal. Es gibt auf jeden Fall Ofengemüse, leider ohne Joghurt als Dip, weil eigentlich schmeckt es immer so gut. Und ich, Dummkopf, hab's vergessen. Ich bin da oben noch rumgelaufen und hab so gedacht, oh, was brauche ich noch, was brauche ich noch? Und dann hab ich gedacht, oh, eigentlich hab ich ja jetzt alles. Oh, jetzt nehme ich noch irgendwie einen Käse mit oder so. Hab natürlich nicht ans Joghurt gedacht. Naja,
Auf jeden Fall werde ich jetzt schnell das Essen vorbereiten und dann in den Ofen schieben. Und dann will ich noch eine Runde an den Ringen trainieren. Ich hatte mir das den ganzen Tag vorgenommen, heute Morgen eigentlich schon, dass ich das heute Abend machen will. Und jetzt ist es irgendwie 7:30 schon geworden und das Essen ist noch nicht mal im Ofen quasi. Und dann habe ich schon jetzt gedacht, so, oh, willst du es wirklich? Aber ich werde es jetzt machen, aber obwohl das echt sehr schwer ist. Am liebsten würde ich jetzt das Essen machen und dann mich auf die Couch setzen. Ja, aber ich will jetzt das unbedingt noch machen. Naja, was so richtig wollen tue ich es nicht. Sei froh, dass du es kannst. Schätze es, dass du es kannst. Ja, das, so muss man immer denken eigentlich, gell? Wenn man so den inneren Schweinehund über... Ich würde mich freuen, wenn ich jetzt so Workout machen könnte. Da sitzt nämlich Marie. Bis! In bekannter Umgebung. Ich habe das Gefühl, in jedem zweiten Vlog sitze ich hier. Entweder ich bin Thailand oder ich sitze hier und inhaliere. Marie ist entweder im Urlaub oder sie ist krank. Die Kartoffeln schnibbeln. Letzte Übung. Gleich habe ich es geschafft und dann gibt es endlich Essen. Und jetzt nach dem Training gibt es erstmal Food. Meine Arme sind noch ein bisschen zittrig. Karotten, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, rote Beete, ganz viel Knoblauch und jetzt am Schluss nochmal ein Gewürz drauf. Ich glaube, es schmeckt bestimmt sehr gut. Und dazu gibt es noch einen Salat. Reste Salat war noch im Kühlschrank, also einfach grüner Salat mit Radicchio. Dank euch weiß ich jetzt auch, dass man es nicht Radicchio ausspricht, sondern Radicchio, oder? Stimmt doch. Radicchio, ja. Stromausfall. Und guten Morgen, das habe ich ehrlich gesagt, weiß nicht, schon ewig nicht mehr erlebt, dass gar kein Strom im Haus ist. Aber tatsächlich, ich habe erst gedacht, oh shit, ist die Sicherung rausgeflogen. Nee, ist drin, es tut halt gar nichts mehr. Nicht mal mehr Backofen und Kühlschrank und sowas, weil Backofen ist ja auch immer gesondert abgesichert. Das heißt, wenn irgendwo hier eine Sicherung rausgefallen wäre, dann eigentlich auch nicht im Backofen. Deshalb können wir jetzt eigentlich gerade nichts machen. Ich wollte mich jetzt rasieren. Ich hoffe, der Akku reicht doch von meinem Rasierer. Und dann runtergehen, Video drehen, aber ich brauche nicht runter, bevor der Strom nicht wieder tut, weil jetzt habe ich kein Licht und gar nichts im Keller. Und an alle Frauen, die Männer mit einem Bart haben, das ist das Shit, das müsst ihr ihnen schenken. Dann habt ihr auch weniger Ärger im Bad, weil der Bart nicht überall rumfliegt. Ist einfach so ein Umhang, den macht man hier rum und kann hier sich schön rasieren. Dann fällt alles rein und dann schüttel ich es einfach zum Fenster raus. Bart ist wieder fresh. Jetzt wollen wir mal gucken, was mit dem Strom los ist, weil irgendwie ist er immer noch nicht da. Ich wollte jetzt werkeln. Tschüss, Schatz, bis gleich. Gucken wir mal, ob man da irgendwas machen kann. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall im ganzen Haus weg, der Strom. Also Taschenlampe im Keller sieht immer gleich gruselig aus, oder? Ach, jetzt brauche ich natürlich eine andere Hand noch. So. Was ich jetzt aber machen kann, ist nach Skisachen schauen, weil wir gehen am Wochenende mit Maries Papa, der wird 50 und mit dem gehen wir Skifahren bzw. einfach in die Berge, der hat dort so eine Hütte gemietet, keine Ahnung, ob wir richtig Skifahren gehen, vielleicht gehen wir auch gar nicht, aber wir nehmen auf jeden Fall die Skisachen mit und da muss ich jetzt mal gucken, wo die Sachen sind. Gar nichts sieht, schon komisch. Hier in diesem Sack ist alles drin. Strom ist endlich wieder da, das heißt, ich kann loslegen mit Werkeln unten in der Werkstatt. Tschüss Marie! Tschüss Marie, tschüss, tschüss Schatz! Marie. Oh mein Gott, wie furchtbar! Das klingt ganz schlimm. Ja. Tschüss Marie! Ciao Kumpel! Tschüss Verlobte! Ich sag nämlich jetzt ständig immer Verlobte. Ja, da erzählen wir nachher noch mehr. Ja. Leute, was soll ich euch erzählen? Oh, ich muss ja erstmal meine ganzen Tempos und alles wegwerfen.
Ja, ich liege im Bett nach wie vor. Also jetzt gerade natürlich nicht, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Nap gemacht von 1,5 Stunden. Und gute Vlog-Skills, Marie. Jetzt gehe ich mir mal was zu essen machen. Und zwar haben wir noch Reste von der Bowl neulich. Das heißt Reste, ne? Man könnte meinen, das ist eine vollwertige Mahlzeit. Ist es wahrscheinlich eigentlich auch. Oh, das ist gefroren. How? Ja, also auf jeden Fall das. Und da haben wir hier noch so ein bisschen Soße im Glas übrig. Und das werde ich jetzt einfach essen. So, und gleichzeitig übe ich mich noch in Akzeptanz der aktuellen Situation. Ihr wisst, ich sage ja selber immer, alles passiert aus einem bestimmten Grund und man muss das Gute in den Sachen sehen. Und wenn man dann sich echt fühlt, wie schon mal verdaut, ich habe so Kieferschmerzen und Kopfschmerzen. Und ich meine, also eigentlich fühle ich mich, als hätte ich Fieber. Ich habe aber kein Fieber. Mein Kopf glüht aber mega. Ich habe so einen Druck hinter den Augen. Also eigentlich ist ab hier alles scheiße. Dem Rest von meinem Körper geht's gut. Außer, dass er so ein bisschen leicht wehtut. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich jetzt 2 Tage lang nur gelegen bin. Aber so mein Kopf, den würde ich einfach gerne ersetzen. Und in solchen Momenten ist es so schwierig, finde ich, dann da irgendwie was Gutes zu sehen. Und so sich zu denken, ja, das sollte jetzt alles so sein. Und ja, das ist gerade so meine kleine Challenge. Eigentlich nicht so viel zu jammern, sondern das halt so zu akzeptieren und irgendwie so hinzunehmen. Das ist jetzt auch nicht tragisch, ne? Ich habe eine Erkältung, so. Aber ihr wisst, wenn man krank ist, dann ist man manchmal ein bisschen wehleidig. Und ich hatte morgen einen Termin eigentlich. Den habe ich jetzt auch abgesagt. Und weil ich habe halt einfach im letzten Jahr auch festgestellt, ich habe halt einfach ganz oft dann nicht so auf mich gehört, sondern das immer so ein bisschen weggedrückt sozusagen. Und immer so, ja, das geht schon wieder. Und komm, Marie, jetzt toughen up a bit. Und das läuft dann schon. Und du hast nur eine Erkältung, jetzt stelle ich dich so an und so. Und ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man das macht. Und vielleicht wollte mir auch so mein Körper damit zeigen, Girl, jetzt mal hingeschaut. Jetzt gib einfach mal mehr Acht auf dich. Ich habe dich jetzt in Urlaub gehen lassen, du warst davor krank. Das war dann wieder okay. Aber jetzt machst du einfach nochmal eine Runde langsam. Und das nehme ich jetzt so an. Und versuche halt dann einfach die Zeit im Bett noch ein bisschen zu genießen. Aber es ist sehr schwierig. Ich liege dann da so ein bisschen mit so Hummeln unterm Hintern und schlechtem Gewissen. Und keine Ahnung, ja, vielleicht kennt ihr das ja. Können wir ein bisschen üben. Es ist herrliches Wetter. Ich bin wieder aus der Werkstatt da. Marie ist auch draußen, auferstanden aus dem Bett. Auferstanden. Bin gerade kurz in der Sonnenkur. Auch wenn mir ganz viele gesagt haben, dass es nicht gut ist, gell? Was? Nee, dass man aber von März bis Oktober in unseren Breitengraden kein Vitamin D durch die Sonne aufnehmen kann. Ich habe mir deswegen auch schon direkt Vitamin D bestellt. Mit K2 in Kombination irgendwie. In Kombination mit K2. Es müsste heute ankommen. Ist vielleicht auch schon da. Gibt es nicht eine Sportmarke, die heißt K2? Doch. Ich hatte Inliner früher von K2, oder? Ich glaube, ich hatte Inliner von K2. Ja, ja, ist auch ein Vitamin. Ehrlich gesagt weiß ich darüber gar nichts. Also recherchiert das am besten selber. Schnupfenkopf ist keine verlässliche Quelle gerade. Ja, wir haben es noch gar nicht offiziell gesagt, gell? Nein, wir haben Neuigkeiten für euch, die ihr jetzt schon ein bisschen mitgekriegt habt. Ja, wir sind verlobt, Leute. Tschüss, wir werden heiraten. Wie crazy ist das denn? Das ist richtig, richtig verrückt. Ja, ja. Ich habe Marie gefragt, als sie heimgekommen ist von Thailand. Deshalb kamen auch keine Vlogs. Ja, genau, weil wir mussten es natürlich erstmal unseren Familienmitgliedern und den engsten Freunden und so weiter sagen, weil wir natürlich nicht wollen, dass die es über den Vlog erfahren. Und konnten aber nicht einfach normal weiter vloggen, ohne euch die Neuigkeiten zu berichten. Und deswegen, ja, ich habe einen sehr, sehr schönen Antrag gekriegt. Ich habe leider derzeit keinen Ring. Den habe ich nämlich schon weggebracht, der war mir zu groß. Ich brauche 3 Ringgrößen kleiner, glaube ich. Ja, ich habe 51 geholt und Marie braucht 48. Ich sage euch, Leute, es ist nicht leicht, einen Ring zu finden. Es ist echt nicht leicht, aber ich finde, er ist richtig schön. Er ist wunderschön. Ich freue mich so sehr, ihn euch zu zeigen, wenn er dann wieder da ist. Aber das dauert jetzt so 2, 3, eventuell auch 4 Wochen, bis ich dann den neuen Ring habe. Und dann freue ich mich schon drauf, dann werde ich nur noch so rumlaufen. Hallo,
Frank Exhibit? Ja. Ja, wie das Ganze genau war, es kommt am Sonntag kommt ein Video, also der nächste Vlog ist dann darüber so ein bisschen. Genau, da können wir euch dann ein bisschen genauer erzählen und Alex hat auch die Vorbereitung so ein bisschen gefilmt und so weiter und dann, entschuldigt, dass ich so rumschniefe, dann werdet ihr da noch genauer informiert. Genau, ja. Aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt, dass die Mandals heiraten werden. Das klingt immer noch so verrückt, mal heiraten klingt so crazy. Ich habe so zu Alex gesagt, ja scheiße. Jetzt werden wir echt richtig erwachsen. Ist ja völlig verrückt, als wir dann bei dem Juwelier waren. Und dann hat er uns noch Eheringe und sowas gezeigt. Ich so, ich fühle mich nicht erwachsen. Fühlt man sich irgendwann erwachsen? Keine Ahnung. Ich habe meine Mama neulich gefragt, sag mal, Mama, fühlst du dich eigentlich erwachsen? Und dann meinte sie so, auch nicht immer. Ich glaube auch nicht, dass das... Entschuldigung, ich muss meine Nase putzen. Ja. Ja. Und ich sage euch, ich bin dann durch Stuttgart gelaufen und habe dann halt nach Juwelieren und sowas geschaut. Es ist so verdammt schwer, da erstmal was zu finden. Und dann habe ich aber echt was Schönes durch Zufall eigentlich gefunden, durchs Rumspazieren. Da hatte der Juwelier dann schon zu. Ist der da drunter? Was? Ja, der ist unter der Grillabdeckung. Okay, weiter im Text. Mine ist einfach unter der Grillabdeckung und Mimi, ja, merkt es halt und dreht durch. Auf jeden Fall bin ich dann mehrmals in Stuttgart immer rumgetigert in der Stadt auf der Suche halt nach einem Ring. Und dann hatte ich jedes Mal auch, wenn wir da in der Stadt sind, dann erkennen uns eigentlich meistens einmal oder zweimal irgendjemand. Also irgendjemand erkennt einen eigentlich immer. Oder man trifft halt, in Stuttgart ist halt schon auch ein Dorf. Genau, oder ne? Man trifft halt auch irgendwie so Freunde, die einen nicht wegen den Videos kennen und sowas. Und dann habe ich immer so rechts und links geguckt und dann, okay, jetzt kannst du ins Schaufenster gucken. Und dann habe ich echt so nochmal immer so rechts und links geguckt. Okay, jetzt guckt niemand, schnell rein. Ich habe schon gesagt, wahrscheinlich, wenn einen so ein Ladendetektiv oder sowas beobachtet hat, dachten die Alex plant so einen Raub, weil er immer so verstohlen rumgeguckt hat. Dann noch ja, mit Mütze man will und so. Das ja nicht, dass es auch selbst irgendwie Freunde dann irgendwie wissen, beziehungsweise meine zwei besten Freunde wussten Bescheid davor schon. Aber sonst halt niemand. Und dann will man natürlich nicht, dass es irgendwie sonst jemand erfährt vor dir quasi. So. Ja. Das war echt schön. Ja, ich freue mich. Ja, im nächsten Video erfahrt ihr auf jeden Fall etwas mehr. Und jetzt gehe ich runter in die Werkstatt und lasiere mal noch weiter. Das Ganze musste trocknen. Jetzt klebe ich was und lasiere es. Glaube ich später. Meine Flugti. Meine bald Frau. Darf man schon Frau sagen oder erst wenn man verheiratet ist? Erstmal verheiratet. Also eigentlich ist, sagst du das ja schon die ganze Zeit. Du sagst ja immer wieder meine Frau. Ja, das habe ich schon immer gesagt. Du verwirrst damit immer. Ich verwirre immer alle. Und jetzt richtig verrückt haben mir aber voll viele geschrieben, oh, seid ihr verlobt, bla. Dabei habe ich eigentlich noch nichts gedroppt. Ich habe nur einmal geschrieben, habe meiner Frau was zu essen gemacht oder sowas. Genau, aber eigentlich sagt Alex das halt ständig. Und diesmal waren alle so voll curious. Also vielleicht habt ihr alle schon so den Vibe gespürt oder so. Ja. Ich bin gerade an einem Upcycling-Projekt bzw. an einem Restaurationsprojekt dran. Es kommt dann auch auf meinem Kanal online. Das habe ich nämlich auf dem Sperrmüll draußen auf der Straße gefunden, lag im Schnee und habe ich jetzt schon restauriert, bin noch weiter dran. Und ich denke, das Video wird für alle interessant, die irgendwie alte Möbel haben oder auch ab und zu mal durch die Straßen laufen, vielleicht was Altes sehen. Und da sind ein paar Tipps dabei, wie man sowas upcyclen kann, beziehungsweise wieder schön aufbereiten kann. Wir kochen jetzt. Ich war vorhin noch beim Asia-Shop. Eigentlich wegen diesem Hustensaft hier, weil den braucht Marie. Es ist ein asiatischer Hustensaft. Wieso ist der überhaupt gut? Keine Ahnung. Ich finde, der hilft sehr. Schmeckt sehr halt gut einfach. Natürlicher. Da ist zwar Honig mit drin, also er ist nicht vegan. Aber der hilft sehr gut. Den hatte ich auch zu Hause immer gehabt. Bei Mama. Genau. Und dann habe ich noch Shiitake-Pilze gekauft. Zitronengras, das kommt aber nicht alles rein, oder? Nee, um Gottes Willen. Da könnten wir nochmal so einen geilen Salat machen auch irgendwann. Oder auch jetzt nicht, aber wir könnten eine Stange mit. Nicht heute, ja. Ach so. Und der Rest kommt halt, da wird alles in den Wok geschmissen. Das habe ich auch gekauft im Asialaden. Genau. Und dann kommt noch Tofu rein. Schatz, erzähl, was betreibst du da? Heieiei. Oh. Mein Herz. Also, eigentlich, wenn man Tofu marinieren möchte, dann sollte man den vorher einmal auspressen, weil der dann mehr Marinade aufnehmen kann und beziehungsweise ein bisschen knuspriger wird. Und deswegen presse ich den da jetzt gerade zwischen Tellern und Riegel habe ich draufgelegt, damit der nicht mehr so schwammig ist. Also, weil das ist jetzt keiner, der so eine Marinade hat, sondern einfach Natur. Und dann können wir den in Würfel schneiden und mit Zwiebeln, Knoblauch, Öl und ein paar Gewürzen anbraten. Und dann das restliche Gemüse mit in den Wok machen. Sonst lange bleiben. Très bien.
gut. Wie krank lecker schaut das bitte aus? Jetzt sind die Shiitake-Pilze dazugekommen und wir haben noch so ein bisschen Edamame, also so Sojabohnen einfach halt raus aus der Schale. Wie himmlisch sieht bitte dieses Essen aus? Wow. Marie hat noch eine richtig geile Soße gemacht im Vitamix mit Koriander, Sojasauce und ein bisschen Zucker, gell? Ja. Ja. Das war's. Das Essen war so köstlich gestern Abend. Diese Pilze, boah, richtig geil. Du konntest leider nicht so gut schmecken. Mhm. Aber also ich habe halt so süß und salzig und sowas geschmeckt. Und so aus dieser Perspektive beurteilt war es lecker. Ja. Ja, und jetzt frühstücken wir, essen wir schon wieder. Neuer Tag, aber Ende des Vlogs. Genau. Und die Verlobten sagen tschüss. Und hoffen, euch hat der Vlog gefallen und ihr könnt sehr gespannt sein auf den nächsten Vlog. Da berichten wir dann ein bisschen mehr und zeigen ein bisschen was und sowas. Genau. Ja. Wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir über diese Nachricht. Und dann sehen wir uns am Sonntag. Bis da. Tschüss. Tschüss. Ah. Das ist dein Tag, Mittag, Abend. Nacht. Nacht.